Die verantwortliche deutsche Trainerin kurz vor dem europäischen Olympic Youth Festival. Was sind die Zielstellungen für die drei Mädchen in diesem Jahr? Also Zielstellung ist, unter die besten 8 Mannschaften zu kommen, um uns zu verbessern gegenüber dem letzten Durchgang. Dann haben wir natürlich einige gute Geräte, die wir anbieten wollen. Sophie Schäder am Barren, Janine Berger am Sprung, Jala am Balken. Und Janine am Sprung hat wirklich 2 gute Sprünge, war letztes Jahr ja auch schon im Sprungfinale bei den Junioren-Europameisterschaften. Und Ziel ist also 3 Gerätefinals und Mehrkampffinale. Die Anzahl der internationalen Wettkämpfe auch für die jungen Turnerinnen nimmt zu, nimmt auch die Bedeutung zu. Was sieht der Deutsche Turnerbund in dieser Veranstaltung? Ja, also im Prinzip sind es Junioren-Europameisterschaften. Das haben wir in den letzten Jahren ja auch schon gesehen. Alle Nationen kommen mit ihren Top-Leuten. Krishina aus Russland ist da. Die Italienerinnen, die wir vorletzte Woche getroffen haben, sind super drauf und es wird ein ganz starkes Teilnehmerfeld sein. Wir wünschen gutes Gelingen. Ja, danke.